Schönen guten Abend alle miteinander. Ich muss jetzt erstmal gucken. Also ich komme ja doch über die Saalanlage ein bisschen, weil das war nie klar, ob das jetzt nur in die Kameras reingeht. Ja, das ist jetzt hier so. Ich bin also in der Tat ja TU-Absolvent. Ich war Jahrgang 1972 und bin schon ganz schön alt. Und Mathematik studiert, damals gab es noch gar keine Fakultäten, damals gab es noch Sektionen. Und ich habe Wahrscheinlichkeitstheorie gemacht, also bei uns gab es 2 Jahre Grundstudium, 2 Jahre Fachstudium, Wahrscheinlichkeitstheorie gemacht. Wir hatten auch so ein bisschen Rechentechnik, das war so im Entstehen. Einige privilegierte Mitarbeiter hatten irgendwelche unförmigen Geräte in ihren Zimmern. Und wir hatten da so ganz bisschen Grundlagen irgendwie beim legendären Professor Lehmann, der ja also hier so Pionier der Rechentechnik hierzulande gewesen ist. Und als ich mich auf die heutige Veranstaltung so ein bisschen vorbereitet habe, da habe ich auch bei der Frau Wagner nachgefragt, ob denn das stimmt, denn so hatte ich es in Erinnerung, dass er also auch mit der Schaffung dieses Begriffes Informatik wesentlich zu tun hatte. Und das war so in der Tat so, weil ich entsinne mich an eine Vorlesung. Er kam also immer rein, Prof. Lehmann kam immer rein. Kennt noch jemand? Oder ich weiß nicht, ja. Komm rein mit so einem Paket, legte das so hin und dann kam irgendwas dran. Und einmal ging es halt darum, wie diese neue Wissenschaft, die sich offenbar hier formiert oder formieren müsste, sollte, denn heißen sollte und Informationswissenschaft oder wie auch immer. Und da fiel also dieses Wort Informatik schon mal, dass es darauf hinausliefe. Nun gut, und heute also ist besonderer Anlass. Die Fakultät hat Richtfest eines neuen Gebäudes gefeiert. Feiert's noch? Die erste Frage, die zu stellen wäre, muss das sein? Also, es steht mir natürlich überhaupt nie an, jetzt hier sozusagen reinzuschneiden und anfangen rumzukritteln oder so. Aber es war mir auch nie klar, was soll ich heute hier so genau machen? Ich halte ja nur seit einigen Jahren schon immer meine Vorlesung, so immer zu den Studententagen und dann für das Erstsemester im Herbst. Dieses Jahr hatte ich auch wieder. Ich sage mal, das ist so eine Mischung von Mathematik, Philosophie, Lebensweisheit und Blödsinn. Und da ist gewissermaßen lade ich aber dazu ein. Und da kommen die Leute und sind sie selber dran schuld, wenn sie hinkommen. Und heute bin ich aber eingeladen. Da ist es vielleicht, und es gibt einen Anlass und einen würdigen Anlass. Da ist es natürlich ein bisschen, ja, da möchte man sich schon ein bisschen dran halten an diese Würde. Und deswegen geht es immer so hin und her. Also es ist ein bisschen ernst und würdig und dann tue ich mir überhaupt keinen Zwang an. Und was, das ist noch nicht dran. Und was das Gebäude betrifft, also ich bin ja sozusagen ein Abtrünniger. Ich habe Mathematik gemacht, ich habe auch Dissertationen geschrieben über das asymptotische Verhalten, lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit stochastischen Koeffizienten. Nö. Und kann mich dann einige Dinge sogar noch erinnern. Und bin dann weggegangen von der Mathematik. Viele Leute sagen, wenn so die Rede über meinen Lebenslauf ein bisschen geht, wie so der Mann von der Straße oder die Frau Müller, wie sie eben so drüber denken, es war wohl zu trocken. Nun ist Mathematik ja in gewissem Sinne keineswegs trocken, kann also durchaus raffiniert sein, kann elegant sein. Und es ist aber eines dabei, es ist irgendwie unsinnlich. So. Und du kannst es nicht recht anfassen, es riecht nicht gut, also es riecht gar nicht. Es ist was für Leute, die die Sensoren abgeschaltet haben, um es mal so zu sagen. Ich weiß, dass ich viele von Ihnen jetzt treffe, aber das macht nichts. Alles, was ich sage, ist so halb These oder wie auch immer. Ich sage es vor allen Dingen für mich. Für mich kann ich sagen, da muss ich kein Blatt vor den Mund nehmen. Weil es ist schon irgendwie so, da kann man sich gut eingraben in die Probleme. So, da kann man denken, da quirlt's in der Rübe und so. Und da spielt vieles andere keine Rolle. Man sagt ja auch von Mathematikern häufig, dass sie so im Leben ein bisschen unbeholfen seien. Und so, das passt zusammen. Die gehen dann praktisch nicht mehr raus. Das war damals übrigens, als ich da mit meiner Assistenz zu Ende war und es darum ging, ob ich
bleiben sollte, wollte. Auch so ein gewisses, Argument oder ein Grund ist nicht zu tun, weil heute ist es ja wohl ein bisschen anders. Heute ist da mehr Bewegung in der Wissenschaft, dass man mal hier ist, mal da. Also genau kenne ich mich nie aus, aber was man so hört, vielleicht, na doch, schon. Und, aber damals, zu DDR-Zeiten, aber ein Wort, das es vor der Wende noch nie gab. Zu DDR-Zeiten war das nie so. Da waren die dort und da blieben die dort. Das war also, da hatten die ihr Zimmer, das hatten die seit 30 Jahren und die waren praktisch am Stuhl angewachsen und so. Und das war abschreckend und das wollte ich nie. Und da bin ich dann ja, erstmal, das war mal mehr so Notbehelf. Ach, das war eine Stelle am Zentralinstitut für Arbeitsschutz. Sozusagen Unfälle zählen. Und so, das waren auch Informationen, so. Da waren Informationen, Arm ab, Bein ab und so weiter. Dort ist zum Beispiel schon mal, kann ich gleich mal, das ist zum Beispiel schon so ein Feld, dort geht's schon los. Da hast du also so eine Klassifikation, wenn ein Unfall ist, das kennen Sie vielleicht, muss man ausfüllen, irgendwie einen Bogen ausfüllen, wo es passiert ist, wann es passiert ist, wie es passiert und so. Und das sind aber solche Gruppen und dann muss man Kreuzeln machen und dann geht das weiter. Und der Nächste sieht schon bloß noch die Kreuzeln. Der sieht schon gar nicht mehr den Vorgang. Der sieht auch nicht das tragische, traurige Gesicht des Betroffenen. Der sieht nicht die Freundin, die dabei steht, der Hund weint und so. Das ist alles raus. So, und dann wird das nochmal verdichtet. Dann wird das addiert und Quersumme gebildet und so weiter. Quersumme ist Quatsch, Mittelwert, ne? Aber ist egal. Und zum Schluss kommt raus 17,9 und da sitzt irgendwo einer am Schreibtisch und sorgt ein bisschen viel. So. Aber am Anfang, da stehen eben horrende Ereignisse. Da ist ein Ding gewesen, ich weiß nicht, eigentlich durfte ich es vielleicht nicht erzählen, aber ich denke nach so vielen Jahren, da ist irgendwo eine Maschine gewesen, wo von den Schweinehäuten das Fett abgepresst wird. Nur Schwein hat Haut. Wenn ein Schwein tot ist, wird die abgemacht, weil nützt nichts mehr. Und dann schieben die dort rein und das sind so Walzen und da wird das Fett abgepresst. Und es ist klar, da entsteht ein bisschen so Schmand und so und das muss man sauber gemacht werden. Und dann ist dort ein Wasserschlauch, kann man alles abspritzen. Und da war Feierabend und der Kollege musste das abspritzen, ist dort hingegangen, ausgerutscht, hat sich im Schlauch verheddert, ist mit der Hand in die Maschine gekommen und die ist losgegangen. Und der Maschine ist es egal, was abgepresst wird. So. Und das war aber eben dann irgendwie einmal arm oder so. Aber diese ganze Fülle des Geschehens war überhaupt nicht mehr sichtbar. Und das ist halt eine Geschichte, die bei Informationen auch passiert, dass also eine gewisse Abstraktion stattfindet, je nachdem, wie man sozusagen dann sein Begriffsraster geschaffen hat. Und naja, und bei mir war das halt so, irgendwie in mir drängte irgendetwas mehr an Sinnlichkeit oder so, also jetzt im weiteren Sinne, zu entfalten. Und da habe ich gedacht, irgendwie, ich muss vor die Leute. Ich muss nicht vors Buch, ich muss vor die Leute. Und so ist es gewesen. Dadurch bin ich damals zu einer Amateurtheatergruppe gekommen und dann habe ich mal was alleine gemacht und heute stehe ich hier. Jetzt bin ich sozusagen zurückgekehrt, so auf höherer Ebene. Aber das haben wir doch damals gelernt. Wir hatten da ML und so, das gibt es da alles nicht mehr. Ist da bei Ihnen nicht mehr Pflicht. Und bei mir war das noch. Dialektischer Materialismus und so. Negation der Negation, es kommt alles wieder, bloß höher. Das ist mit mir passiert, obwohl keiner mehr davon wissen will, was dort geschrieben steht in den Büchern. Aber ist egal. Wir waren bei den Begriffen. Ich habe gesagt, Begriffe, was bedeuten Begriffe, Abstraktion? Und da habe ich mir gedacht, man könnte doch erstmal, wenn heute schon so ein Richtfest ist. Das ist die alte Tafel, die quietscht. Das ist. Die Kreide ist neuer, die Tafel ist alt und da gibt es gewisse Reibungen, das kennt man. So, nur das ist jetzt noch nicht sensationell. Also das sind drei Wörter. Nun habe ich ja auch so ein bisschen geschrieben, Gedichte geschrieben und so und bin schon ein bisschen auch mit Sprache, naja, was heißt vertraut, mich interessiert Sprache. Und da habe ich mir mal gedacht, man könnte doch mal so die Wörter abklopfen. Was ist das eigentlich, was hier heute stattfindet? Da haben wir also erstens, also heute geht es uns um Begriffe. Jetzt hier zunächst mal Begriffe und da haben wir 1-1. Da kommen noch ein paar, ne? Das schlacht man schon richtig aus. Aha.
Richten. Richten. Das Wort richten, Richtfest. Beim Richtfest wird gerichtet. Es ist aber nie gerichtet worden. So. Man hätte erwarten können, dass dort drüber gegangen wird, man sich hinstellt und sagt, lassen wir es oder lassen wir es nie. So. Das heißt richten. In gewisser Weise, jede Prüfung ist ja Richtfest. So, also. Da kommst du rein und du weißt, entweder gehst du wieder raus. So. Es ist nie gerichtet worden über das Gebäude. Das Wort gibt es aber. Richten ist bekannt. Der Richter, die Richterin, das Richterlein. Also, oder so, das sind ja mal alle drei Formen vorhanden. Also, dieses Richten hat heute hier nicht stattgefunden. Hat vielleicht ein anderes Richten stattgefunden. Es gibt ein, das ist Punkt. Aha! Das war Richten allgemein. Jetzt war 111. Das war jetzt schon mal das Richten nochmal bloß selber. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Also, nur das ist das Richten allgemein und das ist Richten speziell. So, und jetzt sind wir bei 112, abrichten. Man kann vieles abrichten. Man kann Hunde abrichten, man kann Pferde abrichten, man kann Studenten abrichten, wenn sie es zulassen. Man kann generell Menschen abrichten, man kann vieles abrichten. Was habe ich hier? Jemand zum freien Bürger abrichten. Das ist nie okay. Das ist im Prinzip ein Widerspruch in sich, aber was soll man machen, wenn er nicht will? So. Es gibt ja diese Formulierung, Leute zu ihrem Glück zwingen und du kannst keinen zu seinem Glück zwingen. Das sind also auch Fragen, vor denen die Politiker dieser Zeit stehen. Der Osten, sie wissen, was los ist. Da sind Erinnerungen da, da sind nostalgische Wünsche zum Teil und so. Und ja, gut, abgerichtet worden ist heute auch nicht. Nehme ich mal an. Ausrichten. Man kann etwas ausrichten. Zum Beispiel Grüße. Richtet man einen Gruß aus. Man kann Leute auch wieder ausrichten, dass sie im Gleichschritt gehen. Auch nicht interessant. Man kann etwas herrichten. Herrichten ist ja aktuell. Heute haben sich einige hergerichtet. Studenten haben heute alle feinen Sachen angezogen. Wir wissen auch, wie das sonst aussieht. Und herrichten, das ist ein Begriff, der schon in unsere Zeit passt, wird vieles. Leute richten sich her. Das gehört dazu. Image, Bild, Wirkung erzielen. Damen richten sich her. Schminke ins Gesicht, Kleidung dran, doll, alles neu. Wenn du siehst, denkst du, wunderbar. So. Wenn sie fortgehen, richten sich her. Richten sich sogar in ihrem Verhalten her. Das ist also auch so ein Zug. Bisschen der neuen Zeit, die nun so neu gar nicht mehr ist, dass sich Menschen sozusagen in ihrem Verhalten ein bisschen herrichten. Es gibt solche Leute, die sind früher so gegangen, die haben so geredet und das geht aber heute nicht mehr. So. Und wissen Sie, da gibt's verschiedene Trainings, Kommunikationstraining, Verhaltenstraining, Körpersprache und sowas. Und da richten die sich auf und da stehen die da kerzengerade und sprechen wunderbar. Und wenn du genau hinhörst, merkst du, irgendwas stimmt nicht. So, was Körpersprache betrifft, das ist ja ein Feld, was auch sehr in Mode gekommen ist. Das hat ja zwei Komponenten, Körpersprache hat zwei Komponenten. Das eine, was einen selber betrifft, dass man sich also verhalten, dass man also nicht so ängstlich dasteht, dass der denkt, man hat Angst, sondern dass man dasteht, so, nur dass der Kleid denkt, oh Mist. So. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, du kannst an deinem Gegenüber, kannst du feststellen, was ist mit dem los? Nur wenn das so zusammen ängstlich zusammen, die Arme zusammengepresst, den Körper, die Schultern eingezogen, das siehst du so, mit dem habe ich vielleicht leichtes Spiel oder alles. Also du kannst am Gegenüber an seinem Verhalten, an seiner Haltung ablesen, was mit ihm los ist. Außer, der hat auch einen Kursus in Körpersprache belegt. So, dann ist das also sozusagen ein asymmetrisches Spiel und die veralbern sich gegenseitig, da kriegst du gar nichts draus. Was wird hergerichtet? Kaltes Buffet wird noch hergerichtet, Kaffeetische werden hergerichtet, es werden Teller hergerichtet, wo 7 Gramm Essen drauf sind. Das dauert 8 Stunden und so. Das sind dann, nur das wissen Sie, da liegt so eine halbe Krabbe und dann in 5 mm Entfernung geht so ein Streifen so Schokoladencreme vorbei. Und wenn du das serviert kriegst, musst du erstmal sagen, oh,
So, und dann musste es nur ganz langsam essen, weil es schweineteuer ist und so weiter. Und in Wirklichkeit ist das eine Krabbe mit Schokoladencreme. Aber man kann etwas aufrichten. Man kann etwas aufrichten. Und das hat schon in gewisser Weise heute stattgefunden. Jetzt weiß ich gar nicht, ist da eine Richtkrone hochgezogen worden heute oder so? Ja, ist gemacht worden. Wunderbar. So, also aufrichten. In das Haus ist schon aufgerichtet worden. Nicht gerade heute so aus dem Stück, wie so in der Flasche hochgezogen. Man kann andere Dinge aufrichten. Menschen können sich aufrichten. Gänzlich. Teilweise. Sich aufrichten ist also auch ein Zeichen von Würde. Freier Bürger hat man aufrichten, aufrechter Gang. Und man kann, wir hatten herrichten, das Gegenteil ist also hinrichten. So. Nur einzelne oder im Ganzen. Das sind also Begriffe, die also sich alle um dieses Richten drehen. Und ich würde mal sagen, mit diesem Aufrichten in dieser Bedeutungsvariante sind wir heute hier ganz gut bedient. Kommen wir zum Fest. Fest. Fest hat wiederum, das ist also 1, 2, Fest. Da sind wir mal 1, 2, 1 im Sinne von fest sein. Du bist aber heute fest. Der Pudding ist heute aber fest. Oder so, irgendwas ist fest. Ist es nie. Hätte sein können, das Richt ist fest. Ist Quatsch, das Haus ist fest. Insofern stimmt's, das Haus ist fest. Es ist nie babsch, es wackelt nie und so weiter. Aber es ist nie das, was gemeint ist. Es ist ein Fest gemeint im Sinne einer Feier, ein Fest, wir feiern ein Fest. Was ist der Unterschied zwischen Fest und Feier? Das ist also ein großer Unterschied. Feier ist praktisch nur Fressen und Saufen, und zwar im Wesentlichen grundlos. Fest ist mehr. Fest ist Anlass, Sinn, Inhalt. Sie das alles aufzeichnen, ist nervend, aber ich kann nicht. Konzept, Philosophie, spielerischer Gedanke, alles das ist fest und danach fressen und saufen. So. Und das haben wir heute in gewisser Weise. Oder das Gulasch ist aber schon durch oder so. Danach gibt es dann noch die Limo oder ich weiß nicht, was hier noch irgendwie angesagt ist. Also fest in diesem Sinne. Fakultät ist ein bisschen heiß. Das nützt nicht, wir müssen durch. Also, das ist erstmal so, da kann ich gar nicht dafür. So, und das für manche ist das also. Die wollten was anderes studieren oder die wollten gar nicht studieren. Hat der Vater gesagt, du studierst. Nee, doch. So, und wenn du halt noch nie freier Bürger genug bist, dann ist das so, dann gehst du dorthin, dann guckst du dir die Bücher an und trägst halt immer so eine gewisse hasserfüllte Komponente mit dir rum. Aber ich glaube, das ist heute hier auch nicht angesagt, dieser Sinnaspekt, sondern es ist mehr der zweite im Sinne von fakultativ. So. Du musst das auch nicht machen. So. No, das ist also, man sollte sich immer so eine Option offen halten. Zum Richtfest, alles, du kannst hingehen, du kannst nicht hingehen. Was das Studieren überhaupt betrifft, du kannst das machen, du musst das nicht machen. Immer ein bisschen offen sein, weil es ist so. Da muss ich jetzt mal ein bisschen vorgreifen. Ich hatte auch schon vorhin vorgegriffen. Informatik, ich bin kein Informatiker, ich habe da so ein bisschen was geschnuppert seinerzeit und mache mir da so meine alltagsmenschlichen Gedanken drüber.
Wenn du einen Ausgleich hast, kann sein, nur Zeit sieht schlecht aus. Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht, das waren Leute von einer Computerfirma. Die Veranstaltung war unglücklicherweise eine Stunde nach Feierabend. So, jetzt waren die alle dort angekommen, jetzt saßen die alle mit solchen Gesichtern da. Den ganzen Tag hatten sie beobachtet, wo der Cursor hinwandert. Es ist ja nicht so richtig klar, wofür der Mensch wirklich gemacht ist. Und er ist eben so im Alter der Studierenden, so ist er eben noch in gewisser Weise formbar. Und wenn du also nicht weiter anguckst als Zeichen und so, mit der Zeit, nach einer Weile könnte es sein, du nimmst an, es gibt auch nichts anderes. Wenn das für dich okay ist, ist es okay. So, wenn du sagst, es reicht mir. Ja, aber es gibt eben auch ein Mehr an Welt. Und es ist so, dass es leben ja nicht alle Leute so. Viele haben ja gar nichts mit Computern zu tun. Oder wenig. Oder durchaus, manche, die haben zu Hause ein Messer, können sie Schnitte schmieren und gut. So, und es reicht für die. Die kommen hin. Wenn du sagst, du hast einen Laptop. Warum? Sagt er, kann ich dort toasten damit oder so? Das ist. Es gibt andere Leute, die haben ein bisschen was mit Computern zu tun, aber wenig. So, die haben im Büro, die können dir zum Beispiel dann sagen. Wenn ich hier drauf drücke, kommt dort eine Eins. Und so. So. Und dann gibt es Leute, die wissen mehr, die wissen dann, die anderen Tasten kennen die und so weiter. Und so. Was außen so ringsrum ist. Es ist ja auch so, wenn man also sich dann so auf solche, sagen wir mal, mehr formalisierten Informationen vielleicht irgendwie beschränkt, es ist auch so, dass man vielleicht eine gewisse Scheu kriegt vor Dingen, die also irgendwie lebendiger sind. So. Nur wenn jemand sagt, der Apfel schmeckt, ist okay, da beißt er eben rein. So, aber wenn du jetzt erst prüfen musst und vielleicht feststellst, der ist sauer oder ein Geschmack, den du noch nie gehabt hast, du stellst fest, das ist gar kein Apfel, das ist eine Birne, das ist alles verwirrend. Siehst du, die sollen dir sagen, so ist es, und dann weißt du, was los ist. So, bin ich da jetzt drauf gekommen? Ist egal. Fakultativ, irgendwie so. Wir eiern so ein bisschen rum, ne? Also zum Schluss ergibt sich schon irgendwas. Lassen wir es mal hiermit bewenden, kommen wir zur Informatik. Informatik, da heißt, wir haben erstmal in. So, das ist in, das ist gar keine Frage, dass es in ist. Es ist in, es ist, die Informationsflut wird immer größer, ist kein Wunder. Du hast, wenn du 10 Informationen hast und die daraus irgendwas berechnest, das ist schon mal irgendwie 1000. Und von denen kannst du wieder was, das hört überhaupt nicht auf. Verstehen Sie? Und es ist nicht bloß, dass man aus den Informationen immer mehr berechnet, es kommt ja immer mehr und du misst immer mehr. Es geht immer weiter raus und es geht immer tiefer rein und immer die Zeit immer genauer und so. Es ist unermesslich und die Modelle werden immer komplexer und du kriegst nicht mehr darüber und dann muss der Computer größer sein und dann muss er schneller sein und dann weißt du wieder nicht was und so. Und so geht das immer weiter und immer weiter. Und Millionen von Leuten sitzen da und machen so. Und sie können stolz sein, dass sie dazugehören. So, das. Ich will nicht, dass sie dann rausgehen und sagen, ich höre auf. So ist es nicht. Viele klopfen, es scheint ihnen ein Stein vom Herzen gefallen zu sein oder so, aber. Einfach der Anlass lässt mich nie auslassen, sozusagen, so ein paar Dinge, die das Leben betreffen, hier so mit einzu,
Flechten. Also jedenfalls, es ist in, das hat man schon gesagt. Form. Form, es hat eine gewisse Form. Es ist formal. So, das hat man auch schon gesagt. Ne? Formal, Information, eine gewisse Formalisierung auf eine gewisse Sprache zum Beispiel und so. Und dann aber ein Tick. So, und das bleibt eben unter Umständen nie aus. Also da will ich jetzt hier gar niemandem so nahe treten. Ich habe das schon als Kind gehabt. Und so, nach 3 Schritten bin ich immer mal gehüpft und so. Da kann man ja zum Arzt gehen, da kriegt das nie weg. Also, weil da müssen Sie sich nie tolle Gedanken machen. Da können Sie froh sein, wenn Sie sowas haben. Oder wenn Sie irgendwie so zwinkern oder immer so machen oder so. Ist alles okay. Das zeigt Ihnen, Sie leben noch. Es geht nicht bloß in der Rübe ab, es drehen sich nicht bloß die Rädeln. Es gibt noch eine gewisse Außenmotorik. Ist klar. Wenn du mit 1 Jahr schon studieren musst, kotzt dich irgendwann an. So, also darauf sollten Sie achten. Genau, ich habe hier Schnuppern, Hüpfen und so, das hat man schon alles durch. Ist okay. Jetzt ist die Frage, was ist die Information? So. Das ist jetzt besser, kann man das sowas kann man gar nicht organisieren und inszenieren. Wenn jetzt jemand reingerufen hätte, es gefällt mir nicht, oder ich habe Hunger oder so, dann können Sie das, wissen Sie, was das ist, oder wenn irgendwie ein Nicht-Deutsch-Sprechender guckt ins Wörterbuch, übersetzt das in die andere Sprache, dann hat er...